Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 1.4.2021 und damit einen interessanten Tag auf jeden Fall, weil wir einen Donnerstag zusammen auf einen Monatsauftakt bekommen. Das kann durchaus sein, dass unser DAX da hier mal ein bisschen ins Straucheln kommt, dass er hops genommen wird, quasi ein April-Scherz. Das kann sich wie folgt ausüben. Also wir haben ja im Grunde auf dem DAX immer wieder so eine gewisse Regelmäßigkeit halt Donnerstag, ne? Wir sagen das ja eigentlich jede Woche, dass er immer stark auf beiden Seiten ausschlägt. Und wir haben jetzt hier eine echt lange Bewegungsphase hinter uns, in der letztendlich sich hier letztendlich eigentlich aus dem letzten Donnerstag heraus komplett durchgezogen hat. Das heißt, dieser Donnerstag kann auch mal wieder jetzt ein paar rote Kerzen generieren. Wenn wir hier reingucken, sind die nämlich echt rar geworden. Und wenn sie gekommen sind, dann halt auch wirklich verkümmert. Wenn ich hier die letzten, keine Ahnung, wie viel sind das, 20 Kerzen nehme, dann sind davon, wenn ich das richtig sehe, vier rot, 31 Kerzen. Ja, da haben wir hier so ein paar Mikrogrüne. Das ist schon echt brutal, was der abgeliefert hat. Und was mir eigentlich noch fehlt, ist so eine kleine erkennbare, im Chart erkennbare Kapitulation der Verkäufer. Einfach der, die hier seit Tagen, seit Stunden, seit Wochen ja schon Short aussitzen. Auch die, die hier noch drin sitzen, die hier mit reingegangen sind, die keine Sekunde mehr in den Gewinn reingelassen wurden. Und der Markt entfernt sich immer weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt zum Donnerstag die eben richtig rausschiebt. Dass er die einfach richtig an die Eier packt. Und das Ding ist, der macht das nicht für die persönlich, aber es passiert etwas sehr Geiles, was für ein oder andere vielleicht auch noch aus, also ich kenne das noch aus guten alten Anfangszeiten heraus. Wenn es nicht läuft, dann wirst du aggro, dann wirst du schlecht drauf. Und was machst du in der Regel dann? Dann erhöhst du den Druck, dann erhöhst du das Risiko und dann wirfst du mehr Geld. Das wissen die Jungs, die hier den Chart zeichnen, die das schieben, die wissen das. Wenn sie die Leute so richtig wütend kriegen, dann werfen die Leute noch mehr Geld mit rein. Und das ist Sinn und Zweck des Marktes, dass die Privaten einfach ihr ganzes hart verdientes Geld, was sie sich durch tägliche, wöchentliche Arbeit hier dem Markt zuführen, dass sie das eben umschichten auf diejenigen, die eh schon genug haben, aber eben halt gerne noch mehr hätten. So, und das kann man für sich nutzen oder man spielt halt wirklich in der Opferrolle 1A mit, von Anfang bis Ende. Die Wahl hat ja jeder. Wir versuchen eher, das immer aus der anderen Perspektive zu sehen, um eben dran zu verdienen an denen, die verlieren. Ja, das wird man kann nicht allen helfen, man kann nicht alle heilen, aber man kann es durchaus probieren, sich zum Vorteil zu nutzen. Und das klappt doch ganz gut so. Also meine Erwartungshaltung, um es ganz konkret zu machen, wäre, dass wir zum Donnerstag einen kleinen Spike oben raussehen. Das kann durchaus schon mit einem schicken Start eingeläutet werden, ne? Auch 9 Uhr, dass vielleicht richtig Druck raufkommt nach oben. Das ist für bullische Phasen ist das sehr, 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 sehr typisch, ne? Dass man einen harten Druck auf dem Anfang hat, auf den Anfangskerzen, gleich zum Morgen. Und dass er durchaus über die 15.100 rübergeschoben wird oder rangeschoben wird zumindest mal. Und ehrlich gesagt, um das zu machen, was ich so im Hinterkopf habe, muss er eigentlich sogar höher. Ja, die 15.100 wäre so technisch so mindestens das, was ich erwarten würde. Das ist so eine 150 wäre schon fast optimal. Eine 200, das wird es perfekt machen halt, ne? Aber da sind wir nicht bei Wünsch dir was und deswegen sagt man auch zum Donnerstag, achtet einfach ein bisschen auf die Stundenkerzen immer, sagt man da immer wieder. Und das klappt auch immer wieder ziemlich gut. Achtet auf die Stundenkerzen. Solange der dann da oben raus noch grün durchfuchtelt, ein Stundenkerzen, ne? Die zur vollen Stunde anfangen und in der Folgestunde wieder aufhören. Solange die grün sind und er schiebt sich oben raus, dann kann er noch weiterschieben. Ja, aber wenn er anfängt, auf rote Kerzen umzudrücken, dann sollte man ein bisschen vorsichtig werden, weil dann kann er deutlich zurück. Und ich sag mal, wenn er so eine Übertreibung macht, ne, ist immer wieder bei dem Punkt, die Leute gehen mehr Risiko. Wie kriege ich die Leute dazu, dass sie mehr Risiko? Stellt euch vor, ihr werdet DAX. Wie kriege ich jemanden, der jetzt hier oben Short aussteigt, dazu, jetzt noch mehr Geld dem Markt zuzuführen? Ich lasse ihn im Glauben, dass er ja recht gehabt hat. Perfekte technische, lyrische Instrument dafür. Wie mache ich das? Ich ziehe die Kiste von hier oben einfach volle Hütte nach unten durch, in dem Moment, wo die Leute raus sind. In dem Moment, wo die Leute vielleicht bei 15.150, 15.200 sagen, ey, scheiße, ich gehe raus, Alter. Ich sitze doch hier, das ist nicht alles short. Ich sitze doch nicht Tage, wochenlang nur gegen den Markt. Das ist doch alles scheiße. Dann gehe ich lieber long. Die gehen aber meistens in dem Moment nicht long. Und wenn sie long gehen, noch besser. Dann haut's den Markt nach unten und noch deutlich tiefer, als er das am Vortag
Vortag und am Vorvortag war. Das heißt, so in dem Bereich unter 15.000 müssen wir auf jeden Fall, und also mindestens 15.000, eher sogar so im Bereich um 14,59 rum. Ja, einmal von da oben, dann richtig harte rote Kerzen bis hier runter, sodass die Leute dort dann sagen, Alter, ich habe die ganze Zeit, habe ich Short gesessen und da oben bin ich im Tageshoch raus. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich schon wieder genau im Tageshoch ausgestoppt worden. Das gibt's doch nicht. Was machen die dann bei 14,59? Na klar, die holen sich die Shorts zurück, gehen vielleicht nochmal mit mehr Einsatz rein, damit, wenn der Markt jetzt wirklich fällt, die ihre Verluste wieder ausgeglichen kriegen. Und was ist die Reaktion? Der Markt kommt wieder nach oben. Klassisches Schauspiel zum Donnerstag immer wieder zu beobachten. Macht euch den Spaß, stellt euch Popcorn hin, beobachtet die anderen Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowas in die Richtung kriegen, ist erhöht. Ja, es klappt nicht immer, aber aus so einer Situation heraus würde es mich nicht verwundern, wenn der DAX es einfach nutzt halt, ne? Weil er hat die Leute in der Situation, er hat die Leute in der Position, dass er, der hatte beide Hände festgeballt um die Eier dieser Personen. Er muss jetzt nur drücken, ziehen, rütteln und das tut denen einfach weh halt, ne? Und der ist auch egal, wie er reißt und drückt, das tut immer weh, ne? Und von daher würde ich schon sagen, der nutzt das bestimmt. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass er es nutzt und hier entsprechend noch sowas in die Richtung flup, 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 ne? So die Bewegung. Das würde ich erwarten, das könnte ich mir sehr gut vorstellen zum Donnerstag. Ich weiß gar nicht, wie man sowas einzeichnen kann. Soll man es überhaupt einzeichnen? Ich glaube, wir lassen es erstmal bei dem Long-Trigger. Das ist die technisch-statistisch-technisch noch offene Route, die wir aus den Vortagen hatten. Das ist okay und den Rest, den nehmen wir so mit. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht extra ein Pfeilchen zeigen. Aber nee, wir lassen das so stehen. Ich kann auch hier oben, ich wüsste gar nicht, von wo ich nach unten drehen soll. Ne? Kann er von 100 machen, ja, kann er von 150, kann er auch knapp über 200 ziehen. Genau. Sollte er unten raus starten, auf 59 schlagen und das verdreht rum machen, funktioniert es natürlich nicht so in dem Ausmaß, wie es funktionieren soll. Würde aber auf jeden Fall hier auf der Short-Seite eine kleine Bärenfalle generieren. Das heißt, dort sollte man sehr genau aufpassen, wenn er hier runterkommt und dann dreht nach oben und macht grüne Stundenkerzen auf einmal rein, weil dann kann das richtig knallen. Dann kommt nämlich das, was ich zuerst nach oben beschrieben habe, kommt dann hinten raus, ne, in den Freitag rein. Und da zieht er dann auch wieder durch bis Tagesende und spuckt die Leute dann halt so richtig raus halt. Na, also von daher aufpassen, wenn er runter zu rauskommt und im Bereich um 59 nach oben auftritt mit Grünstundenkerzen, kann das ganze Schauspiel nach oben gehen. Aber diese Schwankung, entweder so rum oder so rum, das würde ich hier zum Donnerstag erwarten und eben versuchen für mich zu nutzen. Ne? Wenn ich sehe, der treibt nach oben am Morgen, dann eben entsprechende vielleicht noch Long-Positionen mitsuchen, in die Bewegung rein. Sehe ich, der startet schwach, kann man durchaus einen kleinen Short probieren, kann aber auch die Drehung abwarten, dass man sagt, okay, wenn dann die grünen Kerzen kommen, probiere es hier mal auf der Long-Seite. Was er nicht machen sollte, wäre unter 59, unter 49 per Stundenschuss drunter. Ne, damit würde sich das ein bisschen verbauen, das Szenario, würde da auch Kraft rausnehmen und dann müsste man schon sagen, solange da noch rote Stundenkerzen kommen, muss man ihm dann auch erstmal ein bisschen unten Lauf rauslassen, weil dann zerbricht er das, dann hat er vielleicht hier sogar schon sein Ziel erreicht über diese träge Seitwärtsphase. Das fände ich untypisch, aber der Markt gibt vor, wir können uns nur danach richten und wir dürfen uns das nicht erlauben, dass wir nur darum traden, Recht zu haben. Ne? Deswegen ist es mir auch Wumpe, dass ich nicht jeden Tag sage, er steigt jetzt und er muss jetzt steigen oder er muss jetzt fallen, weil er muss gar nichts halt. Ne? Der hat die voll freie Wahl. Und mir als Trader fällt es in dem Moment halt einfach leichter, wenn ich in einem Szenario setze, wo ich sage, okay, das passt in die Technik, in den Chart-Technik-Code rein, das passt gut auf die Psychologie der Märkte, der Leute auch vor allen Dingen drauf und deswegen würde ich denken, wenn das eintritt, dann passiert auch das und dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit und verdient dabei Geld dann halt in dem Moment halt, ne? In dem Moment, wo man ihnen dann folgt auf der Route. Aber es wäre jetzt nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier long und der wird auf jeden Fall steigen. Das macht keinen Sinn. Macht man auch nicht. So tradet man nicht halt. Ne? Man tradet nicht ums Recht haben. Man hat nie Recht am Markt. Ja? Man muss sich immer unterordnen und dem fügen, was kommt. Und in dem Moment, wo er das nicht macht, was man haben will, dann unterordnen und neu ausrichten. Und das wäre für mich so der Punkt, wenn ich so sage, unter 59, unter 49 per Stundenschluss und weiter rote Stunden klatschen. Weil dann kann das auch bis 8,35 runtergehen. Halt. 8,35, 800, dann hätte auch richtig Überraschungsmoment auf seiner Seite zum April-Auftakt. Das würde mich auch nicht verwundern, aber ich glaube, der kommt oben. Das
Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, der hackt da noch eine ordentlich, richtig schöne lange Kerze, glaube ich, kommt da. Der hackt die noch raus, die Leute. Der bricht die selig jetzt. Das ist ihm noch nicht gelungen, die letzten Tage. Das ist noch zu ruhig und zu träge und das setzt die Leute nicht so unter Druck. Das nervt die Leute, aber es setzt sie nicht unter Druck. Um die unter Druck zu setzen, muss es schneller werden. Ja, schnelle Bewegung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die zum 1.4. kommt. Von daher können wir hier erstmal den Blick zumachen. Marken haben wir benannt, die sind wichtig, bekannt. Hier haben wir nochmal eine andere Perspektive. Könnte man sich vielleicht auch noch ein anderes Ziel rausholen? Das wäre hier um 3,20, aber das wäre ein bisschen arg viel. Also über 200, das wird mir vollkommen reichen für das Donnerstagsschauspiel. Dann eher vielleicht 150 nochmal auf die 59 und dann hier hoch halt, ne? Das wäre auch Klassiker. Nachdem bei 59 alle wieder Short rein sind, mit Stop-Loss dann über dem Hoch und dann die alle rauspeitschen, nochmal ran an die 3,20 und dann erstmal wieder ein paar Tage, paar Wochen in die andere Richtung. Das fände ich fast typischer, ne? Aber trotzdem am Ende hat der Markt immer recht und wir müssen uns unterordnen und dem anpassen, was kommt. Aber das wäre ein typisches Bild einfach halt. Von daher glaube ich, also das wird gut reinpassen. Oben der Schwung, Schlag nach unten richtig hart, dass die alle wieder auf Short reinspringen, die oben rausgeschmissen wurden. Ja, dass man, und dann von hier einfach nochmal drüber und ihnen den richtig ins Gesicht spucken, dass sie wirklich keinen Bock mehr haben, Short zu halten. Die müssen alle dastehen und sagen, ach, hat überhaupt keinen Sinn hier, Scheiße, shorte nicht mehr. Und dann ist er wieder in der Situation, wo er auch mal wieder ein, zwei Wochen halt einfach auch mal runter rasieren kann halt, ne? Und das kommt dann bestimmt auch. Ne, das denke ich schon. Da kommt auch was wieder nach unten. Der wird nicht die ganze Zeit so steigen. Das ist auch nicht natürlich für unseren DAX. Aber solange die Leute zu aggressiv eben sich gegen den Trend stellen, werden sie dafür bestraft. Das ist einfach so. Der Trend is your friend. Und gegen den sollte man nicht arbeiten halt. Ne? Gut. Alles klar. Ich mache jetzt hier aus. Ich denke, die Eckpunkte sind klar. Ich denke, das erwartete Szenario für den Donnerstag ist klar. Anders kann ich es nicht formulieren. Ich habe es sehr sauber im Kopf, in der Erwartungshaltung und drücke uns die Daumen, dass es ein schönes, spaßiges Monatsauftakt-Event hier wird und hoffe, dass er die Bewegung auch macht, weil das wäre schön, da ein paar Punkte durchzuspulen. Da würde ich echt die Daumen drücken, dass das nicht bloß so eine 50-Punkte-Hoch-Runter-Veranstaltung wird. Das wäre ein bisschen zu schade. Das würde auch den Effekt nicht erzielen, den er jetzt hier nutzen könnte. Und er hat die perfekte Vorlage. Auf einen Donnerstag, auf einen Monatsauftakt. Also, das wird schön passen. Na? Ja, von daher drücke ich uns die Daumen, dass es nicht bloß 50 Punkte hoch, 50 Punkte wieder runter wird. Und wir gucken mal. Ja, aber ich denke, ihr seid mental jetzt darauf vorbereitet, auf das, was da kommen kann. Kennt jetzt auch die Gründe ein bisschen dahinter, könnt euch ein bisschen reinversetzen. Das ist immer wieder das Gleiche halt, was wir sehen. Ne? Weil die Leute auch immer wieder gleich drauf reagieren. Manche Leute sind doof halt, ne? Die machen immer die gleichen Fehler. Immer wieder. Verlieren immer wieder das Geld auf die gleiche Art und Weise. Und dann machen sie es trotzdem wieder. Ja, und das kann man ja für sich nutzen halt, ne? Dann handelt man halt gegen diese Leute, holt sich das Geld von denen. Dafür ist der Markt da. Der nimmt das Geld von den einen und gibt es den anderen halt, ne? So, das ist nicht zwangsweise Dummheit, ne? So soll das jetzt nicht rüberkommen. Es ist halt primär einfach ein Instinkt. Ja, ich habe ja auch so früher gehandelt, ne? Und das muss man halt erst abstellen. Das muss man lernen. Da muss man mal irgendwo hingehen, wo man dann ein bisschen umgedreht wird, um das auch richtig zu machen. Gut, also Freunde, ich drücke euch die Daumen, dass ihr hier ein paar Punkte rausgeholt kriegt. Wie gesagt, Potenzial zum Donnerstag sehe ich als erhöht da gut was mitnehmen zu können. Allerdings natürlich auch nicht zu gierig werden, nicht zu viel erwarten, sonst werdet ihr nachher noch das Opfer. Aber da kann man sich bestimmt ein paar Punkte krallen. Gut, ich mache jetzt hier aus, wünsche euch was, gutes Gelingen, maximal Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.